Nein, natürlich kommt Ach zu mir und was. helft mir, aber nicht kommt zu mir und schmiert ab. Bisschen abschmieren muss auch mal sein. Ja, aber nicht jeder. Nicht alle drei. Oh, es ist Fred. Fred vom Jupiter ist es wieder mal. Sicher? Naja, so die Uhr da Nee. links. Ach so. Wieso weiß er eigentlich schon, wo ich bin? Weil. Also. Weiß er Ich das? fahr's mal ab in die Scheune. Scheune geht, nicht Killerhütte, da bin ich. Was ist denn los mit ihm? Der hat doch bestimmt hier Pupsgesicht. Dass er weiß, wo die Leute sind am Anfang. Das ist ihm angezeigt. Tödlicher Verfolger. Oh nee, Panikmacher hat er auch noch. Na Fred, hey, ich schmier ab. Geh in die Scheune, bring mit. Wehe dir! Nee, hab abgeschmiert. Ja, wollte ich aber nicht. Kann ich auch nichts dafür, dass sie da gerade steht. So, jetzt geht er weg, da ist mein Wecker. Man kann sie jetzt auch mal kurz nicht wecken, sondern erstmal Jens machen. Ja, ich baller ihren Gen weiter durch. Lässt der liegen oder was? Nee. Oh, Freddy. Nope! Ja, den hast du. Fred Dust. Oh nee! Warum ist er jetzt bei mir? Ah, oh, da sind ganz viele Gens an, ey. Durchballern. Dummer Idiot. Der hat Ruinen, glaube ich. Ja. Mein Gen ist ziemlich weit gewesen. Wow! Der blutet! Ja, das heißt, er kommt da vielleicht hin. Scheiße, ich bleib hängen. Ich habe ihn verarscht. Ich gehe wieder in die Scheune. Ich muss meinen Gen weitermachen. Ja, ich mach auch meinen Gen weiter. Ey, wenn er jetzt mitkommt hier. Das gibt es alles nicht. Könnten wir einfach mal Wege gehen, die wir nicht kreuzen? Baller jetzt meine Kiste rein. Meine Güte, das ist ein gegenseitiges Abgeschmiere hier, aber vom Allerfeinsten. Aus Versehen wahrscheinlich. Ach komm, wenn man dreimal am selben Gen vorbei rennt und da immer einer dran hängt, dann ist das nicht mehr aus Versehen. Sehr gut. Ja, er kommt wieder dahin, Hildegard, das wissen wir doch. Ey, hier sind zwei Gen. Der eine Gen, der ist fast fertig. Da haben wir jetzt alle einmal dran gelangt. Mit unseren glibbrigen Händen. Hör auf, Was? dich zu heilen und rette mich! Ich komm zu dir und heil dich, Ja, rette die da mich. oben links, die, keine Ahnung. Wechselt ihre Monatsbinden oder was macht die da? Das war zu viel. Halt dich hier schnell. Warte, ich weck dich. Lass mich dich erst schnell heilen. Das dauert ewig. Nein. Wir sind im Kreis der Heilung. Es geht schnell. Soll ich dich nicht wecken? Doch. Dann machen wir den Gen, der wieder aus ist. Der Gen da drüben ist weiter. Komm mit, ich zeig dir wo. Der da. Das Gute ist, wir sind wach. Oh, da kommt er wieder! Geht der popherzenmäßig mir auf den Sack. Geht mir hinterher. Ja, ich mach Ich den gehe in die Gen weiter. Scheune. Oh, jetzt hat er mich erwischt. Also das ist ja eine Frechheit. Bin wieder an dem Gen. Ich will diesen Gen jetzt machen, wenn der jetzt hier wiederkommt. Der kommt doch schon wieder! Ich weiß es nicht, er ist nicht mal bei mir. Nee, er ist bei mir, ich weiß, wo er ist. Dann mache ich den Gen weiter. Okay, dann renne ich weg. Ich renne ganz weit weg. Hab ich nicht. So, Fred. Bin gleich durch. Ich bin falsch gelaufen. Scheiße. Sehr Hast du gut gut. gemacht. Ja, wäre ich einmal weitergelaufen, wäre, glaube ich, einmal angetäuscht.
Er ist schon gemacht. Wir sind zu zweit hinten an einem. Oh, das heißt, ich rette dich wahrscheinlich. Ja, das wird deine Aufgabe sein. Nee, die eine wird auch los. Nee, jetzt nicht mehr. Ich weiß es nicht. Verwirrend. Nee, der ist bei den anderen beiden. Schnurzels. Gut, ist gut. Das heißt, wir gehen erstmal in den Kreis der Peinigung und heilen uns. Der ist nicht mehr da. Er ist kaputt. Ist ja doof. Da ist eine Kiste. Ist hier irgendwo ein Totem. Du bist wach, ne? Ja, ja, hier ist ein Gen. Lass uns den Gen dann. Lass uns mal heilen, oder? Ja, du bist dann tot. Perfekt. Geh doch mal zur Seite. Ja, weiß ich doch nicht, warum er sich rumdreht. Du gehst jetzt geheilt an den Gen. Und ich heile mich selbst und dann ist das Ding schon mal ein bisschen an. Du nimmst deine Kiste zum Heilen, oder? Genau. So ist der Plan. Und ich muss dann auf jeden Fall tanken. Die kann ich glaube, er kommt. Oh, Scheiße. Ich versuche ihn auf mich zu locken. Ich weiß aber nicht, wo er ist. Ah, hier! Ich kann mich nicht heilen. Warum geht hinter das nicht? Mir. Ich glaube, er lässt mich schon wieder. Oh ja, Alter. Zieh das Pflaster noch 10-mal falsch ab. Nein! Oh, warum ist Sprintboost? Weil ich bei ihm keinen Sprintboost hab. Oh, Schatz. Der hat irgendwas, dass wenn du mit Heilen aufhörst, dass du immer dann schreist. Was ist denn das? Schlampiger Schlachter. Ach so, schreist, oder? Naja, immer so. Ich denke mal, schlappiger Schlachter war. Ja, deswegen hat das Heilen wahrscheinlich auch so lange gedauert. Ich hab ja gesagt, es dauert lange. Scheiße, Mann. Da war ich zu sehr auf den Gen jetzt fixiert. Ja, das ist auch voll schade, weil ich hing ja noch nullmal. Ja. Deswegen, ich bin weggegangen, der hat dir eine mitgegeben und dann hat meine aufgeschrien, hat er sich wieder umgedreht und wusste, dass ich da irgendwo noch in der Popperzen-Ecke hänge. Ach, Mann. Ist halt auch so, wenn du dich mit schlampigem Schlachter anfängst zu heilen und aufhörst, dann verlierst du wieder den Ja, ich musste wieder von vorne anfangen und hatte irgendwie einen Cooldown. Ich konnte nicht gleich wieder anfangen. So, die eine, die ist im Keller, aber ihr schafft's auf jeden Fall. Und jetzt weg. Wäre eigentlich ganz gut, wenn du dich noch wecken würdest, ne? Das ist der Wecker. Ding dong! So, jetzt. Ist da der Ausgang gewesen? Nee. Doch. Ja? Tatsächlich. Drüben. Okay, die andere geht retten. Ja? Das ist ja gut. Die ist bei der Kellerhütte. Blablabla. Mann, so eine geile Runde! Jetzt verkackt. Oh oh. Oh, nee! Oh! Das war dusselig. Gelaufen. Ja, das war noch dämlicher. Da rein. Lass es! Alter, voll in Backflip. Die Schnauze. Scheiße, Leute, scheiße. Oh, die heilen sich, anstatt sich jetzt mal versuchen aufzumachen. Ja, die müssen Ausgang aufmachen. Ja. Naja. Ich weiß auch nicht, vielleicht hätte ich es auch gemacht. Weil die sahen auch tot, weißt du? In No Bug 102. Oh oh, er weiß, wo ihr seid, Leute. Er weiß, wo ihr seid. Nee, er kommt wieder zu mir. Krass, der war direkt neben denen. Das war mehr Glück als Verstand, kann ich mal sagen. Ja, er campt hier so ein bisschen rum. Ich weiß, ist kein Campen. Aber auch im Umgebungsradius von 10 Metern nur auf den Gehuckten zu glotzen ist. Ich weiß gar nicht, wo der andere Ausgang ist. Also was ich nicht verstehe, warum nicht einer wenigstens aufmacht. Ja, eben, weil sonst haben wir doch eh keine Chance. Ja, eben. Ah, doch, die eine, die geht jetzt hin. Oh, sie wurde entdeckt. Sie wurde entdeckt. Mac-Taschenlampe. Sie. Und das war's. Das war dumm. Das war ein Mini-Loop. No chance. Jetzt wirst gerettet, muss tanken. Der, wo sie herkam, der Ausgang, den hat sie rumgepopelt. Ich weiß aber nicht, wie weit. Scheiße. Heil dich.
Halt dich. Meinst du? Ja, die will auch gerettet werden, die andere. Das dauert ewig. Ja. Das heißt, die andere muss jetzt einfach. Er kommt, ich glaube, in deine Richtung. Mach auf, schnell! Nein, der Ausgang ist wahrscheinlich noch nicht mal annähernd offen. Er ist aber in deine Richtung unterwegs. Ich würde... Ach, der ist noch nicht mal annähernd offen. Ich würde aufmachen. Die andere wird gleich gerettet. Da oben ist er, siehst du? Nee, ich hab's nicht gesehen. Ah, nee, das ist ja die andere. Okay. Ja, sie lockt... Sie kommt zu dir, da ist er. Ah, ja. Gar keine Ahnung. Das ist... Ich glaube, du schaffst gar nicht mehr bis hin, oder? Also wenn, dann müsstest du jetzt losrennen und... Das schaffst du gar nicht mehr. Also die andere müsste jetzt noch... Nee, die will auch nicht mehr. Nee, vergiss es. Das wird nichts mehr. Weck dich nochmal. Kann ich nicht. Nicht mein Wecker. Ja. Naja. Hat's gut gemacht. Hat echt fair und gut gespielt. Ja. Unentschieden, würde ich sagen. Ausgegangen. Krass. Krass war ich schlecht.